Guten Tag, Servus und Hallo, willkommen zu einem neuen Unboxing für sich Glas. Hallo Freunde, das ist geil, YouTube Schwarz. Wie geht's euch? Ganz Grüße an alle, die Leute, die gerade zuschauen. Ja, ich habe mir Schüssel gekauft, weil ich habe nur so Plastikscheiße zu Hause. Es war, ich sage jetzt mal, auch mikrowellentauglich, aber ja. Das passt dann zu meiner Küche, zu meiner Einrichtung. Deswegen sind sie auch in Schwarz. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber zum Unboxing. Damit ihr seht, aha, ne, schwarz, ne, rot, so. Hoffe ich mir auch das Richtige gegulft. Warum langweilig und spießig? Ich bin einfach ein guter Zeitgenosse und mache gerne meine Unboxing auf meine Art und Weise. Und ich hoffe doch, dass es euch gefällt. Okay, ich sehe schon, dass das Paket irgendwie falsch aufgemacht habe. Jetzt gucke ich mal unten drunter. Ja gut, da hätte ich es auch aufmachen können. Jetzt ist das so, weil das so ist. Aber das kriegen wir auch so daraus. Waren bei eBay drin. Startpreis 1 Euro, den habe ich auch bezahlt. Die Schüssel hat wohl keiner gefunden auf eBay. Es gibt auch Leute, die bei eBay Sachen reinstellen, die wenig beinhalten in der Kommentarabteilung. Somit, es ist zwar gebraucht, sehr guter Zustand, weil sehr wenig benutzt, laut der Aussage. Die Bilder waren ja, nur von der Seite und oben drauf, wo das Licht drauf geht, also ganz schön reflektierend gewesen. So, ich denke, ach komm, für den Euro und den jetzt die 5 Euro Versand kannst du nicht schmeckern. Also schauen wir mal, was wir da von Ikea gekriegt haben, weil die stand drin, hat es bei Ikea gekauft. Keine Ahnung, was der Scheiß bei Ikea kostet. Wahrscheinlich mehr als ich jetzt bezahlt habe. Noch. So, jetzt haben wir, was war das jetzt? Lass mich jetzt nicht lügen. Es ist 14 cm Durchmesser. Also so groß sind die Schüsseln dann doch nicht. Kein Wunder, dass sie die verkaufen wollte. Aber ich sage jetzt mal für Art Dip. Ich meine, die sehen ja doch ziemlich gar nicht mehr so Schieren drauf. Aber das ist, denke ich mal, normal. Das können wir schon vom Einpacken oder. Geht aber. Ich dachte, die sehen schlimmer aus. Finde ich ganz geil. Da kann man irgendwie so einen Dip-Scheiß drauf machen oder so. Hier haben wir noch eine. Die sieht ja auch nicht schlecht aus. Ist zwar gebraucht, nicht neu, aber sieht, ey, die sehen gut erhalten aus. Leckt mich am Arsch. Geile Sache. Also, ich muss mal sagen, Hut ab. Ich habe Respekt. Gut behandelt. Dann hat dann halt Marken, aber die wurden dann halt schon ein paar Mal benutzt, würde ich mal sagen. Aber hey, easy. Da freue ich mich drüber. Vier gleiche Schüsseln. Ich weiß nicht, was der Durchmesser war, glaube ich, 14 cm und Dingens, wie sieht es aus? Ja, weiß ich nicht, 10 cm, 6 cm Höhe oder Tiefe, wenn man sagen will. Ich muss ganz ehrlich sagen, man verwechselt dann doch bei dunklen Sachen, wie tief die wirklich sind oder wie viel da wirklich reinpasst. Ich nehme jetzt das Messer, ja, dass man so sieht, wie weit das reingeht. Also ist schon so, weil das reflektiert gegenseitig zurück. Das ist wie so eine optische Täuschung. Ist einfach so. Aber es passt dann halt alles zu meiner Ambiente. Und wenn man jetzt mal Silvester feiert oder so, da kann man da in so eine Dip-Scheiße reinmachen oder fürs Grillen in Sößchen oder so, da kann man ein bisschen tunken oder ein bisschen Salat oder so. Hey, ja, geil! Und für den Preis vollkommen in Ordnung. Tja, Freunde, das war es eigentlich für das Unboxing. Und falls ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ey, das könnte ich gebrauchen, oder irgendwelche Leute, die, und irgendwelche Unternehmen, ihr möchtet gerne, dass ich das irgendwie produkteste, oder weil ihr sagt, das passt irgendwie zu meinem Kanal, zu meinem Genre, meldet euch bitte in der Kanalinfo. Findet ihr, also auch mal, wenn ihr auf Infos geht, findet ihr unten eine Kontakt-E-Mail-Adresse, also einfach da mal anschreiben. Ich antworte eigentlich zeitnahst. Wofern ich gerade zwischenzeitlich in der Arbeit mal Zeit habe. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Virus und ciao mit V.